Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie da ganz herzlich begrüßen aus der schönen Wiener Stadt. Wir zwei stehen hier heute vor dem Wiener Museumsquartier, dem MK, einer der größten Museumsgebäude, die im 21. Jahrhundert, eigentlich auch schon im 20. Jahrhundert gebaut worden sind. Und wir sind heute da im Auftrag von der steirischen Landesregierung, steiermärkischen Landesregierung eigentlich, wie man auch sagt. Es schaut so aus, dass wir ja eigentlich die Reis Elektriker ins Leben gerufen haben, ursprünglich glaube ich Rabotniker, das ist ein bisschen komplizierte Geschichte. Es ist zwei Jahre her. Es ist 98 gewesen, 99 haben wir Reis Elektriker gemacht. 2000 haben wir gemacht Reis Elektriker mit einer Sonderausstellung Labor Rabotniker und auf das hinauf hat uns die Landesregierung im Namen von der Frau Landeshauptmann dann gebeten, dass wir in Weiz das neue steirische Kunstmuseumsquartier errichten. Wir schauen da ein bisschen umeinander, möchte ich fast sagen, ob wir vielleicht uns da eine Anleihe nehmen können an dem schönen Gebäude, an der schönen Anlage und auch schauen, dass wir Ähnliches möglicherweise auch in Weiz zusammenbringen werden. Jo, wir wollen es ja für Sie ein bisschen unter Hand zum Gestalten. Ich meine, das wird gezeigt heute, da wo ist die Kamera, dahinter ist die Kamera. Es wird ja gezeigt im steirischen Lokalfernsehen, im Weizer Kabelfernsehen. Vielleicht um das, auf das Kunstwerk, was wir da vor uns sehen, gleich einzugehen. Das ist eine Stapelung, uns ist gesagt worden, es handelt sich hier nur um eine temporäre Installation. Das heißt auch für die Leute, die vielleicht noch vor dem in Aussicht genommenen Eröffnungstermin da herkommen möchten, sich das wirklich anzuschauen. Eigentlich liegen ja bei dieser Stapelung, und das kann man den Leuten auch ruhig dazu sagen, handelt es sich da um Pflastersteine, die was direkt schon zum Schmeißen, sozusagen zum Schmeißen bereit umeinander liegen. Ja, das ist eine Einladung, man sieht es ja bei den Wiener Festwochen auch mit der Wahlpropaganda, was sie da machen. Das ist eigentlich so, doch, wenn ihm es nicht gefällt im Museumsquartier, der soll gleich ein Fenster einschmeißen. Ja, der nehme sich einen Stein und fange als erster zu werfen an. Genau so ist das gemeint. Wir werden sagen, ob alles ein biblisches Verständnis auch haben von der Kunst. Gell? Wer am wenigsten Dreck am Stecken hat, soll den ersten Stein nehmen. Werden wir sagen, wie lange es liegen. Ne? Ja. Überall begegnen uns die Farben Rot-Weiß-Rot. Das heißt auch, dass der Wiener natürlich auch die Farbe Rot in seiner Landesflagge hat, als auch natürlich nationales Bewusstsein für Rot-Weiß-Rot zeigt. Ist vielleicht in der Zeit, wo man ja auch so mit der politischen Lage in der Kunst oft nicht einverstanden ist, vielleicht durchaus auch ein provokatives Element. Wobei man auch sagen muss, dass das Museumsquartier in Wien ja bemüht ist, auch um die Bundesländer, um die Vertretung der Bundesländer. Wir werden Quartier 9 haben, da herinnen, wo jedes Bundesland eine einzelne Glasvitrine dann kriegt, wo man was ausstellen kann von den lokalen Künstlern. Wir haben zum Beispiel da schon einen Herrgott Schnitzer bei uns in der Steiermark verpflichtet. Der wird ja bei der Eröffnung da sein. Im Quartier 9 wird der den steirischen Pavillon bestreiten. Da haben wir jetzt, schaut euch das einmal an. Das ist auch ganz Bernhard. Interessant. Das scheint mir doch auch eine politische Anspülung zu sein. Das ist hellblau, das kann man vielleicht auch da ganz gut sagen. Und das hat sich da sozusagen in den Untergrund eingearbeitet. Ob das nicht vielleicht doch eine Anspülung auch ist auf die Partei, die was jetzt aus der Wiener Landesregierung, aus der wieder in Wiener die Versenkung verschwunden ist. Ja. Ob das nicht eine Anspülung drauf ist. Das kann sein. In der Steiermark sind sie auch vor kurzem erst ausgeschieden. Die möchten wir jetzt den Namen nicht nennen. Gell? Ja, was mich besonders beeindruckt, muss ich sagen, als jemand, der doch mit der Architektur am Raum zu tun hat, ich meine, ich habe selber Haus gebaut, dass man da, ich kenne es von früher noch, das Gelände von Messe, Palast, wie es geheißen hat, gell? Bei der Modellbauausstellung war ich oft da, bei der HIT war ich da, ja, bei der Faber war früher auch da herinnen, ne? Dass man doch sieht, wie es gelungen ist, das zum Erhalten, des Gebäude. Zum Beispiel hat man eine Sache, die was in Wien immer ein Mahnmal an die Vergangenheit ist, den Flakbunker, da den Flakturm, wunderschön mit Eternitplatten verkleidet, sodass er auf Zukunft weiterfest ist und auch auf Zukunft sozusagen an die Zeiten, die was wir Österreicher so gern vergessen möchten, immer während erinnern wird. Wobei man auch dazu sagen muss, es war billiger für die Stadt Wien, das Antragen von den Flaktürmen, das ist fast nicht zum Erzahlen. Das ist fast nicht möglich. Das wäre sprengen, kannst du es nicht, da wäre halb Wien in der Luft. Und von daher ist mir der billiger gefallen, indem man das verkleidet hat. Was man dazu natürlich auch sagen muss, für die Leute, die nicht gewusst haben, dass das vorher der Flakturm war, hat man diese Schirrscharten reingemacht, die sozusagen da schon das Kriegerische ein bisschen andeuten sollen.
den Vorgang. Man darf gespannt sein, was das für ein Zweigbau jetzt wird. Ja. Weil zur Verteidigung dient er ja, Gott sei es gedankt, schon lange nicht mehr. Die Kunst muss man schon verteidigen, die gilt es immer zu verteidigen, weil das doch eines der wichtigsten Elemente einer Gesellschaft ist, der kulturellen Elemente einer Gesellschaft. Man muss sie vielleicht verteidigen gegen die Kommerzialisierung, gegen den Kommerz. Ne? Gesponsert ist das Ganze übrigens ja hier geworden von der Stadt und vom Bund. Wir in der Steiermark gingen da andere Wege, der Bernhard hat es angesprochen, wir wollen mit der Kommerzialisierung nichts zu tun haben, wir wollen keine Coca-Cola als Sponsor haben, aber wir haben gewonnen einen Bauunternehmer aus der Steiermark, der was uns die Hütten dort sozusagen den Pavillon gratis aufbaut, das ist eine ganz großartige Sache. Dafür wird sein Name natürlich das Museum schmücken. Von dem her wird das Ganze MKW Muku Weiz heißen, und zwar MKW Brauche wird es heißen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute, wenn da draußen der Terrassen vielleicht ein paar Wirtshaustische aufgestellt werden, ein paar Heurigenbankeln, dass da die Leute sehr gern hergehen werden, auch wegen dem vielen Sound, was sie an den letzten Sommerurlaub erinnert. Ja, da kann man rüberschauen wieder, da sieht man vielleicht jetzt auch, Wolfi, wenn du da herkommst, mit deiner 3D-Kamera sozusagen, da sieht man auch die Dimension ein bisschen, wie hoch wir da oben schon sind. Schau dir das an. Alleine von da vorne, wo wir reingegangen sind in das Gebäude, bis da, wo es rausgeht, da um den 7. Bezirk, ja, Neubau, haben wir einen Höhenunterschied, der und gigantisch gut ist. Gut und gerne 20 Metern, ja, kann man fast wieder sagen. Fast wieder Schlossberg. Wir kommen da zum Kunstwerk vom Herrn Rudi. Natürlich auch schon ein bisschen vorgebildet, das muss man dazu sagen, im Katalog auch schon gelesen, was es da eigentlich geht. Der Rudi hat ein Ungleichgewicht geschaffen. Auf der einen Seite sind da die Zirkeln drinnen und da fallen es. Und es ist natürlich, und ich mache das jetzt am besten einmal vor, damit man das auch sieht, es ist der Zuschauer, der Ausstellungszuschauer ja aufgefordert, da einen Ziegelstein auch in die andere Scheibtruhe hineinzulegen, um sozusagen auch zu zeigen, dass er da war, um auch zu zeigen, dass da was in Bewegung ist. Es ist auch immer so gemeint, dass das wirklich zum Begreifen was ist. Weil von dem kommt ja das Wort Begreifen. Das weiß man von den kleinen Kindern. Die wollen sich alles ja nicht nur anschauen, die sondern alles outdoppen. Die dann alles outdoppen, und man tut ihnen das dann austreiben, was gar nicht so gut ist. Weil indem man dann sagt, nein, greif das nicht an, das ist voll Gack oder was. Ja, oder schauen tut man mit den Augen, das soll man gar nicht sagen. Ein Kind, was neugierig ist, das will ja sich die Welt ertasten und auf die Art begreifen. Man sieht da bei diesen Kunstwerken hier im Museumsquartier, da ist es nicht so, dass da irgendwo ein Messingständer mit einer roten Kordel waren, dass man Sachen nicht angreifen kann. Ich mache das jetzt gleich mal vor. Sicherheitshalber natürlich ist das Ding angeschnallt da, aber man kann umeinander fahren, man kann umeinander probieren. Was besonders für die Kleinen, wenn die Kleinen mit dabei sind, ganz wichtig ist, weil der Kleine will sicherlich dann mal probieren, mit einer Scheibtruhe zu fahren, das ausprobieren. Und das ist zum Beispiel auch, wenn man da sieht, das ist eine Kohledrüsen drin, das ist ja oft die Unsicherheit, dass man jetzt nicht weiß, haut das, wenn man den Mistgewebe verwechselt, oder ist das von Künstlern ursprünglich auch so gedacht, dass da Kohledrüsen drin liegt, auch vielleicht als ein Statement für die Kommerzialisierung in der Gesellschaft, für die Globalisierung, die Wegwerfgesellschaft, die Umweltverschmutzung, auch für Daimlin, vielleicht eine Daimlin-Geschichte, man weiß es nicht, ein verstrahlter Sound mit einer Sound, wie man mit einer Kohledrüsen. Aber das ist ja das Spannende, und da habe ich auch mit dem Herrn Direktor von dem Museum auch schon mit mir unterhalten, dass das auch offen bleiben kann. Das ist eben auch so eine Unsicherheit, wo man dann die Leute ein bisschen wachkitzeln will. Vielleicht, dass man das jetzt auch noch kurz erwähnt, das ist uns vorher natürlich auch gesagt worden vom Herrn Direktor, das ist auch so, es ist natürlich selten in einem Museum so, dass man Teile eines Kunstwerks wegnehmen kann, dass man es vertrauen kann, jeder hat immer Angst, das ist wirklich Kunst zum Angreifen, und da ist ja jeder Zuschauer, jeder Besucher eingeladen, dass er sich da so ein Andenken mit heimnimmt, und das sind da Edelstahl verkramte Stäbe, die wo es geriffelt sind, wo es natürlich auch sagen muss, Kunst ist nicht immer ganz glatt, Kunst hat auch so seine Ecken, hat seine Ecken und Kanten, ist aber trotzdem was sehr Beständiges. Das, wenn du das auch auslegst in den Regen, das rost nicht, und es ist dich ein bleibendes Andenken. Und ich lade ja jeden herzlich ein, der wo es da herkommt, die Kisten wird jeden Tag neu aufgefüllt, dass er sich sowas mitnimmt, ja. Und dann auch in ein, zwei Jahren. Das ist ja auch, muss man dazu sagen, jetzt auch für die Leute, die was in Weiz zwischen den Kabelfernsehen, das ist ja auch schon ein steirischer Beitrag, und das ist alles ein Donauwitz-Stall, was man da genau, sehen. Das ist Stall. Nach dem LD-Verfahren ist er geschmolzen worden, und das sieht man auch da jetzt, wo es so geregnet hat die letzten Tage, das Kunstwerk ist
1a wie neig. Wie neig. Das ist auch wunderschön mit der Paraphrase auf die Schuchtel, die was langsam zergeht und da ja, und der, Stall. Der schwere Stall eigentlich ewig besteht. Das haben wir bei der Laura Rabotnik als Elektriker auch sozusagen als ein Motto gehabt. Nehmt ihr was mit zu Hause, nehmt euch was mit. Wir wollen eigentlich von den Krempen nichts mehr zurückkommen. Ja. Das ist auch schön. Haben wir auch gespart, muss man sagen, beim Aufbau. beim Aufbauen. Aber das war auch, was die Kleinen auch sehr gefallen hat. Wenn man was mitnehmen kann, dann nimmt man im wahrsten Sinne des Wortes auch was mit. Mit, genau. Wolfi, da machst du bitte einen Schwenk. Von ganz oben, dass man das auch sieht, was das für eine enorme Anlage ist. Wenn wir denken, da aufgefahren werden die Leute sitzen im Sommer, das schaut mir fast so aus wie irgendwann der Kattersee oder was. Ne? Das ist so traumhaft, die Sonnenbankeln. Ist fast wie man sagt, da geht so eine Molle oder was raus, dass man sich da hersetzen kann und statt dass man aufs Meer rausblickt, blickt man sozusagen in die Kulturlandschaft ein. Das ist großartig. Und da haben wir eine Referenz an die alte, ans alte Museumsquartier. Ja. Da wird gesagt, so hat es früher ausgeschaut. Das war unbehauen, das war wild, das war roh. Das ist ja was, was die Leute vielleicht am Land nicht so verstehen werden am Anfang, dass man da bei dem Projekt und auch bei unserem Mucko in Weiz nicht so auf was Perfektes, auf was Fertiges, auf was Glautes braucht wird, sondern dass da wirklich das Wilde wieder rauskommt. Das Wilde rauskommt, dass man sagt, die Welt ist nicht scheinschier, die ist nicht schwarz-weiß, die ist nicht gut-schlecht, sondern es gibt immer ein bisschen was, was nicht perfekt ist. Genau. Da kommen wir jetzt zu einem Objekt, das gefällt mir ganz besonders gut. Das ist eine Tür, die was gleichzeitig offen und zu ist. So ist. Bernhard, wir können da durchgehen. Ja? Wir können da durchgehen, wir finden da was vor, wir finden da Nadeln vor, wir finden da Kneipp vor. Wenn man sich das da anschaut, da sind Reisnägel, das ist gefährlich, da kann man sich was einziehen, da kann man sich verletzen. Und das ist bei einem Museum, das ist zum Beispiel bei einem Ort der Kultur ganz wichtig, dass die Tieren für die Besucher, für die Künstler alle weit aber aufstehen. Da, bei der Tür, das ist die offene zue Türe, genau. Möchte ich das nennen, das Kunstwerk. Schau her, die Tür da ist nämlich nicht offen, die kannst du nicht aufmachen. Und wenn du aber durchs Fenster von der Tür durchgehst, dann erschließt sich dir diese Welt, die dann aber auch wieder gefährlich ist. Da ist eine Alarmanlage, die auf das aufmerksam machen will, sicher, dass da eine Gefahr drin ist. Da kommen wir jetzt rein, in einen Sonderausstellungsraum. Jetzt haben wir ihnen so viel von außen gezeigt. Jetzt müssen wir ihnen was von innen auch sagen. Und da haben wir jetzt einen Raum, der ist ganz besonders schön und auch wieder entsprechend dem Motto dieser anderen Objekte, die wir teilweise schon gesehen haben, ist das ein Raum, der für die ganze Gesellschaft ein Sinnbild ist. Das hat ein Bildhauer gemacht. Ein Bildhauer aus Slowenien ist das. Der hat da eine Installation gemacht, die heißt Ma Vlast, also My Land. Und das ist ein bisschen irgendwie eine Darstellung von einem unfertigen und zerstörten Gebäude was man da eigentlich glaubt zu sehen. Wo man sich einfach auch sehen soll, an dem Hammer sehen soll, dass es durchaus ein Blautschaffen gilt für das Neue, dass man das Alte durchaus einmal mit dem Vorschlaghammer zusammenschlagen kann. Und ich werde es einmal versuchen, ob ich den da rauskriege. Das ist durchaus erwünscht von dem Zuschauer, von dem für die Zuschauer auch, dass man sagen kann, man kann ruhig einmal selber auch probieren. Man kann selber auch mit dem Hammer da auf das Ganze. Und man sieht, es passiert nichts. Es ist genau so gedacht, dass man selber mal auch sich abreagieren kann. Nach einem langen Tag in einer Ausstellung, nach einem langen Tag in einem Museum, muss man oft einmal wieder ansetzen. Was Neues? Man hat so viel Neues auch mitgekriegt an diesen Tagen, an dem Tag, wo man sich das so angeschaut hat, intensiv. Und da kann man dann auch wirklich mit alten Vorurteilen aufräumen, sozusagen, und dann auf den alten Krempel einschlagen, um sozusagen Platz für Neues zu schaffen. Da haben wir eine Installation, die heißt Exit. Wir haben eine unfertige Gesellschaft, wir haben Sachen umeinander stehen, wir haben Probleme, wir haben den Hunger, die Unterversorgung, die Ungerechtigkeit dargestellt durch die verschiedenen Objekte. Und ich kann mich mit denen beschäftigen, ich kann da sagen, ja, ich baue was, ich mache das, ich arbeite da mit an der Geschichte. Oder ich sage, ich ziehe mich zurück, ich halte das nicht mehr raus in der Gesellschaft und irgendwann bleibe ich dann dort und lasse alles liegen und stehen. Bernhard, nach dir. Dankeschön. Schönen guten Abend, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen Sie hoffentlich bei der Reiselektriker und bei der Mucko in Weiz.
Ja.